Hallöchen, meine Lieben. Ich begrüße euch hier zu einem wunderschönen Dienstagmorgen. Wir machen hier heute ein zeitloses Single-Liebes-Orakel. Also damit meine ich, wenn das jetzt Mittwoch oder Samstag oder Freitag ist, wenn du dir dieses Video anschaust, ist das gar kein Problem, weil letztendlich kommt es ja dann zu dir, wenn es auch kommen soll. Und Zeit ist ja nun mal relativ, wie wir alle wissen. So, und ich habe heute so das Gefühl gehabt, ich mache das ja immer nach Gefühl. Moment. So, nach Gefühl. Meine Orakel. Und ich habe heute irgendwie das Gefühl gehabt, wir machen Single-Orakel. Habe ich länger nicht gemacht. Sollte ich vielleicht auch mal so in mehr Regelmäßigkeit reinbringen, dass ich das einmal die Woche mache. Fiel mir mal gerade so, kam mir gerade so in den Sinn. Ja, jedenfalls schauen wir mal. Der Sommer ist da. Es ist heiß und knackig. Und noch ist die Käfigtür geöffnet. Das heißt, wir wissen nicht, wie lange das noch gut geht. Zeit genießen, Kontakte zu knüpfen. Und wir wollen mal gucken, wenn du offen dafür bist und sagst, ja, könnte mir schon vorstellen, wenn so einer kommt, der sich richtig anfühlt, dass ich mich drauf einlassen könnte, ne? Und da gucken wir jetzt mal, ob das wirklich auch so ist und ob da auch jemand, ob das Potenzial da ist, dass da wirklich jemand in dein Leben kommt. So, da bitten wir jetzt einfach mal die geistige Welt, das Universum, den Äther, einen Einblick zu bekommen, wie die Tendenzen da so sind bei dir momentan. Das ist aber trotzdem allgemein, ne? Also es ist ein allgemeines Reading. Du kannst das jetzt nicht mit einer persönlichen Legung natürlich vergleichen. Ich bleibe in den Aussagen auch ein bisschen allgemeiner in diesen Videos natürlich, ist ja ganz klar. Trotzdem ist es immer eine Frage von fühle ich, kann ich das fühlen oder nicht, ne? Und ja, manchmal kann man sich auch einfach ganz andere Sachen dadurch holen. Schau es dir an, guck mal. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich wieder vergessen. Ach so, wenn du eine Legung buchen möchtest bei mir, das kannst du gerne tun unten in der Videobeschreibung. Da findest du meine alle wichtigen Angaben, also meine WhatsApp-Nummer oder meine Homepage. Und so weiter. Ich bin auch bei TikTok und bei Instagram. Nur mal so am Rande erwähnt. Ja, das, so ist das übrigens alles. Und jetzt fangen wir mit der Legung an hier. Wir wollen gar nicht viel Zeit verschwenden heute. So, oh, da hat sich was entwickelt bei dir. Also Thema Ankommen ist bei dir jetzt, ne, durchaus. Also wenn du hier eine Resonanz verspürst. Oh, und du bist betrogen worden. Also, du hast da mal auf Sand gebaut in der Vergangenheit. Und vielleicht ist es auch in einer sehr nahen Vergangenheit gewesen, dass es noch sehr, sehr greifbar ist, sehr nah ist. Bist so ein bisschen, hast dich da so hingehalten gefühlt in vielen Sachen, hintergangen. Also, du bist so ein bisschen geprägt aus der Vergangenheit. Und das Ganze ist eine Entwicklung gewesen, ein Weg, den du gehen musstest, um vielleicht jetzt, jeder ist da, hat ein unterschiedliches Timing, aber dass du vielleicht jetzt an einem Punkt stehst, wo du selber sagst, so, ne, in der Form, so würde mir das jetzt nicht nochmal passieren, den nächsten, auf den ich mich einlasse, der muss wirklich da stabil sein und wissen, was er will. Und ich muss da das gewisse Gefühl haben, dass dieses eine Gefühl, dieses bestimmte Gefühl sozusagen, was man auch so schwer mit unseren weltlichen Worten beschreiben kann, dass eine gewisse Connection da ist sozusagen und dass ich auf diesen Menschen bauen kann. Ne? Das ist das, wo es übrigens auch, weil du dir das wünschst und weil das dein innerer Wunsch auch ist, geht es für dich jetzt auch genau in diese Richtung. Aber der Weg ist das Ziel, wie du auch immer weißt. Also wir haben hier tatsächlich genau dieses Liegen, was du eigentlich suchst, was da kommt, ne? Diese Connection, die eben da sein sollte, diese Verbindung, ne?
Und aber auch das Gefühl, dass man da auf was Sicheres bauen kann, ne? Das Häusle auf einem guten, stabilen Fundament, wenn das unten moderig ist und was weiß ich was, dann sackt das Haus in sich zusammen. Also das Allerwichtigste ist, worauf steht das Haus? Und da muss erstmal so ein stabiles Grundfundament stehen, ne? Und dass man sagen kann, okay, das habe ich jetzt hier stehen und jetzt kann man da echt Stein für Stein das Ganze bis zum fertigen Haus drauf aufbauen. Aber dieses Grundfundament, das muss da sein und das muss man auch fühlen, ne? So, und da geht es nicht darum, dass jeder jetzt sein daraus in die Welt gehen sollte und sein Seelenpartner jetzt unbedingt muss es jetzt. Das ist schon eine ganz falsche Herangehensweise. Einfach offen sich in das Leben, so in das Meer der Möglichkeiten reinschmeißen so, und in diesem Meer der Möglichkeiten mitschwimmen und gucken, wo treibt mich gerade die Lebensströmung sozusagen hin und da in die Richtung dann auch mitschwimmen und nicht dagegen oder Umwege oder wie auch immer, wenn man am Ende doch dasselbe Ziel vor Augen hat. Mir kam gerade eine Situation im Kopf. Kennt ihr das? Du fährst so irgendwo auf einer Straße, eine längere Straße, und da kommt einer von hinten, der auf Biegen und Brechen da irgendwie überholen muss, sich dann noch, also so, dass er auch schon vom Gas gehen muss, damit da nicht der Gegenverkehr noch gefährdet wird und so, und einfach ganz egoistisch da Wumms da durchzieht. Das kennt doch jeder. Und am Ende, und du sagst dir dann so, ja, mein Freund, nächste Ampel sehen wir uns wieder, ne? Und dann sieht man, dann hat man dann vor sich an der nächsten roten Ampel. Kennt ihr das? Ne? So. Was ich euch damit sagen möchte ist, ihr seid am Ende am selben Ziel. Er hat sein Tempo gewählt. Er ist da, ich will da durch mit Ellbogen so, ne? Und ist aber an dem Ziel angekommen und du hast gesagt, okay, ne? Ich mache hier meinen Turn. Ich will hier gar nicht groß irgendjemanden gefährden. Ich möchte hier den sicheren Weg gehen, ne? Fahren in dem Sinne. Und kommst aber auch, also ihr kommt aber am Ziel beide an. Und sogar der Zeit ist eben relativ und es ist alles, deswegen sage ich immer, jeder hat sein Timing. Und deswegen ist es auch so wichtig, nie von sich auf andere zu schließen. So, jetzt ist es so, ich habe ja gesagt, das steht jetzt an. Wir haben ja auf den Sommer jetzt hier gelegt, ewig geht er ja auch nicht mehr, ruckzuck, zuppeldiwupp. Ist der Herbst wieder da? Seid mal ehrlich, ist doch so. Pass mal auf, wenn die Sonnenstrahlen nicht mehr ganz so derbe sind, dann gibt es die Weihnachtssachen jetzt bald im Laden. Die nehmen einen den ganzen Sommergefühl, machen die einen kaputt, wenn ich dann auf einmal diese Nikoläuse und die ganzen Weihnachtsgedöns da sehe. Dann denke ich auch, oh, lasst mir doch den Sommer, Leute, was ist denn los mit euch? So. Mischen wir nochmal. So, dann machen wir mal hier weiter. Also, so viel dazu, ne? Wir haben hier einmal auf dieses, ich hatte ja gesagt, da ist ein festes Fundament, worauf du bauen kannst. Und guck dir mal, was hier für eine Karte liegt. Das ist doch wohl der absolute Hammer schlechthin. Pass auf, mein Hase. Bindung. Guck, siehst du die Karte? Versuch die so gut wie möglich dran zu. Du kannst ja Pause jetzt machen, ne? Wenn du sie genauer sehen willst. Aber da reichen sich einfach zwei Hände und. Oh, ich freue mich, ich kriege gerade Gänsehaut. Oh! Nee, ohne Witz jetzt. Da kommt was, Mensch, glaube mir. So, es steht die Bindung an. Und zwar dieses Connection, dieses Verschmelzen langsam ineinander, so zu eins, aus zwei individuellen, charakterlich unterschiedlichen, also völlig anders aufgebauten Menschen, außer diese Grundstruktur, klar, aber ne, an unterschiedlichen Menschen. Man findet Kompromisse, man findet einen gemeinsamen Weg im Grunde genommen, wo man aber beide, also jeder sein noch drin vereinen kann, also integrieren kann. Und das ist meine Vorstellung auch von einer Bindung, die man, ne, da und das feste Fundament und dieses. Ne, das
wird, deswegen sage ich, aus zwei wird Grunde genommen eins, weil man verschmilzt die beiden Wege, die da sind, die Lebenswege, zu einem, aber hat sie beide noch integriert im Optimalfall. Im gesündesten Fall, wollen wir es mal so sagen. Ne? Übrigens, mal eben nebenbei, mit meinem letzten Video ist irgendwas schiefgelaufen. Ich wollte das gestern Abend veröffentlichen, habe das noch fertig gemacht. Und irgendwie bin ich heute Morgen aufgestanden und hatte ich das aus Versehen für einen Tag später eingestellt. Ja. Und jetzt habe ich das dann heute Morgen ganz früh, dass das eigentlich von gestern, aber ist ja zeitlich auch, ihr wisst, dass ich schon alle so kommt, wie es kommen soll. Ne? Wir nehmen es so hin, ist eigentlich auch völlig wurscht. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil das sonst verwirrend war, was ich auf dem Video sage am Anfang. Ne? Okay, wir machen weiter. Bereit? So, und hier, ah ja, hier bei dem Anker, wir haben es hier hier geht es um das Ankommen. Du hattest in der Vergangenheit die Möglichkeit, die Dinge mal aus einer ganz anderen Perspektive der Weitsicht nämlich zu sehen. Hier ist das große Weite, guck mal, sie steht hier auf diesem Felsen, auf dem hohen Berg, auf dem, da ist so ein Baum. Was sagt man nochmal? Krone oder wie das auch immer heißt, an der Baumkrone. Also sehr hoch steht sie hier und schaut nochmal auf die Dinge in einer ganz anderen Perspektive und sieht die Dinge nochmal, erkennt Dinge nochmal ganz anders. Und das ist bei dir in der Vergangenheit auch passiert, Dinge nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Und aus diesen Verletzungen, Enttäuschungen oder was auch immer da der Fuchs so mit sich gebracht hat, ne, heraus. Und hier haben wir das absolut stimmige Bild, nämlich in die Veränderung, hier auch mit dem Sarg. Also da so ein bisschen mit dir auch wieder ins Reine zu kommen. Dafür war das eine oder andere, und das wirst du selber für dich fühlen und wissen, einfach ganz wichtig. Leute, nur mal ganz kurz. Ich will euch noch mal daran erinnern, dass ich ja im Sommer in Deutschland wieder bin, in Sommerferien. Hier fangen die in 2 Wochen erst an. Also Ende Juli, Anfang August. Und ich schätze eher Anfang August. Und wenn ihr noch mal Lust habt, ich wollte noch mal so ein Treffen, so ein Meeting. Dann, dass wir uns nochmal zusammensetzen, irgendwo eine coole Location finden und ein bisschen quatschen zusammen. Der Bock hat hier die Abonnenten von diesem Kanal jetzt hier oder auch die neuen Abonnenten, die jetzt dann neu dazukommen, natürlich auch gerne. Schreibt es mir bitte in die Kommentare oder schreibt mir so. Na? Lasst es mich wissen, dann organisieren wir das nochmal, weil das beim letzten Mal einfach so schön war und so schön geklappt hat. Würde ich das jetzt gerne, wenn ich nach Deutschland komme, immer mal noch mal wiederholen. Ne? Also wisst ihr Bescheid. So, jetzt hier das große Weite, also habe ich gesagt. Und dann gehen wir dadurch auch in diese Veränderung. Ne? Hier steht Metamorphose, es sind hier die Wolken. Guck mal, es spiegelt sich im Grunde genommen, es ist da eine Einheit zu finden. Ne? Im Grunde. Die Wolken verziehen sich, die lösen sich ineinander auf. Ne, zu einer anderen Form, ja, schwer jetzt zu, ihr wisst aber, was ich meine, ne? Nichts geht ja verloren in dieser Welt, sondern auch hier verschmilzt es so miteinander und nimmt eine andere Gestalt an, sieht anders aus, nimmt anders wahrzunehmen, man nimmt es anders wahr, es fühlt sich anders an. Und ja, hier haben wir nämlich diese Metamorphose. Und diese Dinge waren wichtig. Dein Weg war in gewisser Weise immer wichtig. Man hat mal ein paar falsche, man hat mal ein paar richtige Entscheidungen getroffen. Was ist falsch dann überhaupt und was ist richtig? Das ist ja auch immer, wenn mir einer sagt, ist das der Richtige? Ja, dann muss man sich erstmal überlegen, ja, wofür der Richtige? Für was? Ne, was möchte ich denn? Und dann kann ich überlegen, so, um mir diese Träume oder diese Wünsche, die ich in mir habe, zu erfüllen. So, was könnte ich mir vorstellen, dass er diese Eigenschaften, dass man damit leben kann oder dass man damit glücklich werden kann. So muss man sich da ein Bild drüber machen. Aber der Richtige, wo man sagt, oh, ne,
Das gibt es sowieso nicht. Und außerdem hat ein Mensch ja auch immer seine Baustellen, wie wir sie alle haben. Ich habe auch meine blöden Seiten mitgebracht in meine Ehe. Ne? Die sind da nun mal mit an Bord. Ne? Und die löst man ja auch nicht so. Auch wenn ich immer sehr versuche, reflektiert durchs Leben zu gehen, habe ich trotzdem Tage oder Verhaltensweisen oder wo ich dann nachher denke, oh Maike, warum warst du denn jetzt so doof? Ne? Aber ja, wir sind Menschen. Ne? Das ist auch wieder was ganz anderes. Aber man muss dieses grundsätzliche, den Bindungswunsch mit diesem Menschen, den muss man schon verspüren und dieses Gefühl, ja, da kann man drauf aufbauen. Ne? Das Haus muss nicht perfekt stehen mit allen schön eingeräumten Zimmern und allem Pipapo, sondern wichtig ist einfach nur, dass man anfängt, es zu bauen und sich auf dem Fundament sicher fühlt. So, und das steht jetzt an, mein Liebe. Da kommt jetzt mal jemand, ne, der dir so diese andere Seite bringt und langsam aber erst wieder dieses sichere Gefühl bringen kann. Ne? Nur Schritt für Schritt. Also das ist nicht so, man lernt sich kennen und alle Unsicherheiten aus der Vergangenheit sind wie weggefegt, weil dieser Mensch einem so viel Sicherheit gibt, dass das auf einmal sich wie Luft auflöst. Das ist eine Traumvorstellung, das ist ja auch wieder Arbeit. Man muss alte Sachen Schritt für Schritt loslassen. Mit vielen wird man nochmal wieder konfrontiert, wo man auf einmal merkt, ey Mensch, da hängt es ja doch noch mehr dran fest, vielleicht als dir das lieb ist. Da muss man das nochmal genauer hingucken. Und das ist alles dieser Weg, den ich meine, zu diesem fertig gebauten Haus. Ne? Und das gehört auch alles dazu, meiner Meinung nach, zu dieser Metamorphose und zu dieser Transformation in eine feste Bindung, in diese Verschmelzung hier eben. So, also ich sage dir, noch vorm Herbst kommt er zumindest. Der Weg, der geht noch ein bisschen, der kann sich bis zum Winter hinziehen, dass das so ein Weg ist, aber er kommt vorher. Das ist es. Und da hast du die Möglichkeit, ganz klar, wenn er denn kommt, dann, ne, hast du die Möglichkeit, die Dinge, die du vorher gelernt hast oder was du vorher erfahren hast, da diesmal mit einer ganz anderen Perspektive dran zu gehen an diese Sache. Und ja, das Alte aufzulösen damit und das veränderte Bild, ne, einfach zu verfestigen, dieses und wo du wirklich sagst, so, das war Vergangenheit und das ist jetzt die Gegenwart, ne? Weil die Zukunft, die ist ja auch wieder nur zurechtgeschustert aus Erfahrung, Vermutung und ne, was weiß ich. Und das bringt ja auch also in der Gegenwart hier. Und da steht jetzt nun mal ganz klar der Weg in die feste Bindung an für dich. Also dieses volle drauf einlassen auch noch mal so. Ach ja, Leute, ich würde mich freuen über nette Kommentare. Ihr wisst es, lasst mir ein Däumchen nach oben da als kleine Wertschätzung für meine Mühe, die ich mir hier mache. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.